Ja, es geht darum, die Sekantensteigung von f von x gleich 2x plus 1 im Intervall 2, 3 oder die mittlere Steigung, die gleichzeitig die Sekantensteigung ist, zu berechnen. Wie geht das? Ja, bitte? Wir machen jetzt f von 3 minus f von 2. So ist 3 minus 2. So, was ist f von 3? Ja, bitte? Ja, 3 halt eingesetzt, 2 mal 3 plus 1 ist 7 und f von 2 sind halt 5, also 7 minus 5. 2 mal 2 minus plus 1, 5. Klammer, 7 minus 5. Ja, langsam, so, Nenner? 3 minus 2 ist 1. Gut, also kommt da 7 minus 2. 5. So, kann mir das jemand interpretieren? Warum musste da 2 rauskommen? Hätte ich vorher schon sagen können. Warum? Ja, bitte? Weil x wert 2 ist. Nein, das ist Zufall, aber etwas anderes nicht. So ist es. Es handelt sich hier um eine Gerade und wir berechnen von dieser Gerade die Steigung zwischen den Punkten 2 und 3 aus. Wir haben eine Gerade und berechnen diese Kantensteigung, die exakt der Gerade entspricht und da muss dann 2 rauskommen. Gut. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Ja, bitte? Diese eckigen Klammern, das sind jetzt zwei x oder das sind zwei Einzelpunkte? Was bedeuten die eckigen Klammern? Ja? Das sind die Punkte, also der Punkt. Nein? Intervall. So ist es. Haben wir am Anfang des Schuljahres gemacht, das bedeutet Intervall. Noch Fragen?